Geboren und aufgewachsen in der Steiermark schlug sein Herz schnell für den Rock'n'Roll. Erst einmal versuchte er sich aber als Theater- und Filmschauspieler. Dann wurde er für die Bühne entdeckt, sang erst Seemannslieder wie Freddie Quinn, bis gegen den Willen der Plattenfirma der Titel Ruf Teddybär 1-4 erschien. Heute ist er einer der Vorzeigeinterpreten der deutschen Country-Szene, Sänger, Produzent, Moderator und Ehrenfernfahrer und hat gerade eine neue Single herausgebracht, die heute auch in der Super 20 vorgestellt worden ist. Ich spreche jetzt mit Country-Altmeister Johnny Hill. Und wir blicken bei Ihnen auf eine lange Laufbahn und viele unterschiedliche musikalische Bereiche zurück. Aber angefangen hatte bei Ihnen alles als Theaterschauspieler. Das heißt, die Leidenschaft zur Bühne war früh da. Wie kam es dann vom Schauspiel zur Musik? Also es war so, es begann eigentlich alles mit der Zeit des Rock'n'Roll. 56 kam der Rock'n'Roll und der hat eigentlich bei mir das ausgelöst, was ich heute mache. Dazu kam dann kurz darauf, auch in den späten 60er Jahren, der Film, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean. Und da habe ich geglaubt, also was der kann, das kann ich auch. Und bin dann zur Schauspielschule gegangen, habe aber dann mit rund 20 Jahren gemerkt, dass das nicht mein Ding ist und habe aber schon nebenbei gesungen. Ich habe Schlagerwettbewerbe mitgemacht, habe die auch gewonnen, aber es hat so richtig geklappt, hat es nicht. Erst durch meine Bekanntschaft über Umwege zu dem großen Komponisten Lothar Olias, der sich kurz vorher von Freddie Quinn getrennt hatte, bin ich in den 68, 69er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Hamburg gekommen, hab aber immer mein Herz für die Country-Musik, für den Rock'n'Roll gehabt. Rock'n'Roll und Country-Musik sind ja sehr verwandt. Der Rock'n'Roll ist ja mit aus der Country-Musik entstanden, aus dem Blues und aus der Country-Musik. Und dann habe ich aber bei Olias, der ja mit Freddie Quinn sehr viel Erfolg hatte, der den Erfolg fortsetzen wollte mit mir, nachdem sich die beiden getrennt hatten, versucht mit mir maritime Lieder zu machen. Die habe ich auch ein paar Jahre gemacht, aber mein Herz war so richtig nicht dabei, weil ich immer schon von einer anderen Art von Musik geträumt habe. Das klingt auch danach, als wäre es kulturell eine große Gratwanderung gewesen, denn Sie kommen aus der Steiermark und singen dann Seemannslieder. Wie war das für Sie am Anfang, mit Freddie Quinn verglichen zu werden? Ja, das war schwierig, weil wer will schon mit einem anderen verglichen werden? Ich wollte nicht einmal mit Elvis Presley verglichen werden, sondern mein Ding war, ich wollte eigentlich meine Persönlichkeit mitbringen in meine Lieder hinein. Das habe ich natürlich schon bis zu einem gewissen Grad gemacht mit den maritimen Liedern. Diese Sehnsucht der Menschen, die aus den Alpen kommen, zum Meer, zur Weite, zur weiten Welt, so ein bisschen Abenteuer, das war schon da. Darum habe ich das auch mit viel Herzblut schon gemacht. Aber ich war immer so mit einem Auge bei der Country-Musik. Ist verständlich, wenn du ein Kind des Rock'n'Rolls bist. Ich bin aber kein Rock'n'Roll-Sänger geworden, sondern habe eben dann, weil ich ein Bassbariton bin, und auch Österreicher bin und Freddie Quinn auch Österreicher war oder ist und auch ein Bariton, gab es natürlich logischerweise die nahe Beziehung. Und die Medien haben sich natürlich damals darauf gestürzt, einmal, weil sich die beiden getrennt hatten und das Zweite, weil Olias natürlich versucht hat, mit mir seinen Erfolg mit seinen maritimen, wunderschönen maritimen Liedern weiterzuführen. Das nicht geklappt hat, das hat einmal nicht geklappt. Ich habe mich in Hamburg oder in Norddeutschland sehr wohl gefühlt. Ich bin damals ja nur nach Hamburg gefahren, weil der Olias mich eingeladen hat, nach Hamburg zu kommen und mir gesagt hat, er bezahlt mir den Flug. Und da ich vorher noch nie geflogen bin, habe ich gedacht, na, da fliegst du mal hin und da sitzt du mal in einem Flugzeug. Und dann wollte ich da eine Woche bleiben und daraus sind eigentlich fast 30 Jahre Norddeutschland geworden. Und Sie waren dann aber dennoch sehr verbunden mit Norddeutschland und dort auch regional sehr erfolgreich in den Schlagerparaden unterwegs, zum Beispiel beim NDR 2. Und dann kam Ende der 70er Jahre der Wandel mit dem Album Soweit die Füße tragen und natürlich mit dem Teddybär. Richtig, also Soweit die Füße tragen war noch davor. Das war ein Versuch mit Christian Brunn zusammen. Christian Brunn ist ja auch einer der großen deutschen Songschreiber gewesen oder ist er immer noch. Auch der hat natürlich versucht, mit mir so ein bisschen in diese Country-Schiene zu gehen. Wir haben ein paar Lieder aufgenommen, aber die Zeit war nicht reif dazu. Das muss man dazu sagen. Das Fenster aufgemacht haben, dann Truckstop mit Ich möchte so gern Dave Dudley hören oder Gunter Gabriel mit Hey Boss, ich brauche mehr Geld oder der 30-Tonner-Diesel.
damit war das Fenster offen für deutschsprachige Country-Musik, wie wir sie verstanden haben. Nämlich keine Cowboy-Musik wie in den 60er Jahren. Ich hätte einen Cowboy gern als Mann oder 100.000 Rinder oder wie die Lieder alle hießen. Sondern wir wollten das Gleiche machen, was die Amerikaner machen, nämlich Geschichten und Balladen zu erzählen aus dem täglichen Leben. Deshalb ist die Country-Musik in Amerika so erfolgreich, weil sie für alle identifizieren sich damit, weil es Lebensgeschichten sind, im Guten und im Schlechten. Und ich habe halt dann mit dem Teddybär auf einem Album, wo ich 24 deutsche Country-Hits gesungen habe, einen Riesenglück gehabt. Das war ein Lied auf einer LP damals noch. Und ich bin mit der fertigen Produktion zu meinem Direktor von meiner Schallplattenfirma. Das war damals lustigerweise die gleiche Schallplattenfirma wie die von Elvis Presley, nämlich die RCA in Hamburg. Und habe zu meinem Direktor gesagt, also hör zu, ich habe einen Hit. Alle Leute, denen ich das vorspiele, die sind berührt von dem Lied Teddy Bear. Und hat er zu mir gesagt, also Johnny, sei nicht böse, aber diese Scheiße, das nur über meine Leiche. Man muss daran denken, damals war die Zeit, ganz groß waren Baccarat, die beiden spanischen Mädchen, dann Elvis Presley, dann George McRae. Also es war ein völlig anderer Zeitgeist. Und dann kam ich mit dieser berührenden Geschichte. Und das war für den schwer zu verarbeiten. Aber ich habe mich durchgesetzt. Und dann wurde das Lied veröffentlicht, dann hat es kein Radiosender gespielt. Weil sie alle gesagt haben, ja, mit sowas kann ein Künstler keine Lieder, keinen Erfolg machen. Und sie wussten aber nicht, dass ich selbst ein Betroffener bin, einen behinderten Sohn habe oder hatte und deshalb auch für dieses Thema sensibilisiert war. Ich habe den Text an einem Sonntagnachmittag auf meiner Terrasse runtergeschrieben, als wenn mir jemand die Hand geführt hätte. Und das Lied war dann am 1. April, witzigerweise am 1. April in Deutschland Nummer 1. Sie haben gerade vor dem Song gesagt, der Text ist Ihnen in einem Guss aus der Hand entstanden. Wie kam es zu diesem Song? Viele Legenden ranken sich um seine Entstehung und den Text. Wie viel Wahrheit und wie viel frei Erfundenes ist drin? Na, das werde ich Ihnen sagen. Ich habe auf der Suche für diese 24 deutschen Country-Hits auf einem amerikanischen Album, auf einem Sampler, habe ich einen Titel gefunden, der hieß Teddy Bear. Den hat ein Südstaaten-Sänger aus Nashville gesprochen, aber in einem so einem Dialekt, dass man das kaum verstanden hat. I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. Und das ging so dahin. Ich habe den Sinn natürlich so ungefähr verstanden und habe aufgrund dieses Liedes den Text geschrieben. Nicht ganz genau, weil ich nicht alles verstanden habe, aber so den Gesamtinhalt habe ich dann mit meinen Worten gemacht. Es gibt einen Originaltitel, der heißt Teddy Bear, der ist von Red Sovine und ich habe im Prinzip eine neue deutsche Version gemacht. Das ist mein Komponist Hans-Georg Moslener damals, hat die Musik dazu gemacht und so ist dieses Lied entstanden. Das ist die Wahrheit und dazu gibt es nichts anderes dazu zu sagen. Dieser Song hat die Country-Musik in Deutschland damals sehr verändert und es war Ihr großer Durchbruch und wurde dann eine Hymne bei vielen Lkw-Fahrern. Wie oft hatten Sie in der Zeit danach Kontakt mit Truckern, die sich mit der Botschaft dieses Liedes identifizieren konnten? Ja, das ist ja bis heute so. Da hat sich ja nichts geändert. Man darf nicht vergessen, damals war das Trucker-Dasein oder die Fernfahrer oder die Trucker, die hatten noch eine ganz romantische Vorstellung von Amerika, die Weite und die langen Strecken und die Einsamkeit. Also ich habe natürlich sehr, sehr viele Kontakte gehabt. Ich bin auch zum Ehrenfernfahrer, es gibt nur 10 davon, wie der Thomas Heck oder Frank Elsner ist einer. Und ich bin auch einer geworden, Gunter Gabriel. Also natürlich hat man da Beziehungen auch über die CB-Funker. Denn das war natürlich schon mit ein Hilfsmittel. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so funktionieren würde, weil das mit den Handys nicht mehr so funktioniert. Und auch über die ganzen Medien heute. Das CB-Funkwesen, glaube ich, ist auch nicht mehr so verbreitet. Es war schon auch die Zeit reif dafür. Man muss schon sagen, ich hatte das richtige Glück, zum richtigen Augenblick das richtige Lied zu machen. Sie wurden dann zum Botschafter der Country-Musik und haben dann auch eine der wenigen Country-Sendungen im deutschen Fernsehen moderiert, damals bei RTL, Kilometer 330. Wie kam es damals dazu? Das war auch wieder Zufall. Mein damaliger Produzent Bernd Joost aus der Lüneburger Heide hatte gute Kontakte zur RTL und da haben wir damals eine Probesendung machen dürfen
die normalerweise der Eddie gemacht hat. Und die hieß irgendwas mit Musikanten und war aber Country-Musik. Wir haben es einfach gesagt, wir probieren es einmal aus und es hat funktioniert. Und es sind 90 Sendungen geworden, die ich moderiert habe und mitbestimmt habe. Und wir haben natürlich damit auch ein Feld für in Deutschland für deutschsprachige Country-Musik geschaffen, in allen Sparten. Also von Volker Lechtenbrink bis hin, weiß Gott wohin, alle haben dann versucht, eben auch diese Art Country-Musik zu machen. Und wir haben den Schwerpunkt auf Deutsch gelegt, weil ich der Meinung war, dass wenn du ein Lied hörst, also ich spreche jetzt nicht vom Tanzen, sondern vom Hören, dann hast du ja, wenn du das in Englisch hörst, zu 99% nur einen Part, den du verstehst. Du hörst nämlich nur die Musik, das, was dir der Künstler erzählt oder was der Künstler ausdrücken will, das fällt ja ein bisschen weg. Den Refrain versteht man. Und darum habe ich gesagt, man muss das auf Deutsch machen, dann verstehen die Leute, dann kann man auch Geschichten erzählen und dann können sich auch die Menschen, nicht nur die Fernfahrer, auch andere, total damit identifizieren. Dieses sehr erfolgreiche Format ist dennoch wie viele andere Formate auch irgendwann eingestellt worden. Ich denke, so eine Sendung wie damals fehlt heute. Solche Formate wie damals gibt es nicht mehr. Oder wie sehen Sie das? Nein, leider. Ich habe das dann noch einmal, glaube ich, 12 Mal beim MDR gemacht. Das war auch sehr erfolgreich. Wir waren ja auch bei RTL sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten unheimliche Einschaltquoten. Aber RTL hat damals, wie Sie richtig sagen, schon alle diese Formate abgeschafft, diese musikalischen, hat dann, glaube ich, 8 oder 10 Jahre bis zu Deutschland sucht den Superstar keine Musiksendungen mehr gemacht. Dann natürlich umso erfolgreicher. Ich glaube, dass das heute auch ein Publikum hätte. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren eine Testsendung in der Schweiz gemacht, die sehr, sehr gut ankam, sehr gutes Echo. Aber wir haben bis heute niemanden gefunden, der sagt, jawohl, als Sender und auch als, du brauchst ja Sponsoren dazu, zu sagen, okay, komm, das ist ein Feld, das viele Leute hören, das ist eine Familienmusik, das ist ja eine Nachmittags- oder Frühabendsendung, am Sonntagnachmittag haben wir das immer gemacht, deshalb war es so erfolgreich. Ich glaube, dass das auch wieder gehen würde, also hundertprozentig, und ich glaube auch, dass das fehlt. Wir sprechen gerade über eine schöne Zeit, dennoch haben Sie sich wieder in Richtung Volksmusik bewegt und waren damit in den 90ern erneut im Zeitgeist, denn Sie haben Country und Volksmusik miteinander verbunden. Das hatte ja vorher auch noch keiner gemacht. Nein, das war auch ein ganz lustiger Versuch. Da kam ein Freund von mir, der Verleger und spätere Manager von Freddy, kam zu mir und gesagt, mach doch einmal ein Album mit deutschen Volksliedern im Country-Sound. So wie diese mit wenigen Gitarren, keine Computer, und lass einfach die Amerikaner einmal spielen im Studio, singen und das vor. Und das haben wir gemacht und das ist auch sehr lustig geworden. Es wollte ein Mädel früh aufstehen im Country Sound oder es zogen 3 Burschen wohl über den Rhein. Auch eine schöne Farbe, das habe ich eigentlich immer geliebt, Farben. Ich habe mich nie geschämt dafür, dass ich Seemannslieder gesungen habe. Im Gegenteil. Ich habe mich nie geschämt dafür, dass ich Volkslieder und dass ich auch Schlager versucht habe. Aber im Grunde genommen hat mein Herz immer für die Balladen und für die Geschichten geschlagen. Und das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Ich habe einfach Geschichten erzählt, über meine Beziehung. Ich bin mit meiner Frau am heutigen Tag 57 Jahre verheiratet. Da kann man natürlich schon auch einiges erzählen. Ich selber habe damit auch kein Problem. Ich bin 81 Jahre geworden. Also da kann man natürlich, da sieht man viel, da hört man viel. Ich laufe mit offenen Augen durch die Welt. Ich schaue den Menschen, etwas flapsig zu sagen, auch aufs Maul. Ich höre zu und daraus entstehen meine Geschichten. Ihre Frau hat Sie also von Beginn Ihrer musikalischen Karriere an begleitet. Wie wichtig ist das, einen starken Partner an seiner Seite zu haben? Ja, das ist das Allerwichtigste. Ich hätte das wahrscheinlich niemals so machen können mit meiner Frau, die sich ja nicht nur um meine beiden Söhne und einen Behinderten gekümmert hatte, damit ich mich um meinen Beruf und meine Karriere kümmern konnte. Und natürlich gibt es in einer Ehe, die so lang ist, gibt es einmal bessere Tage und einmal schlechtere Tage. Das gibt's überall. Und wir sind auch nicht immer einer Meinung. Und wir kappeln oder wir diskutieren, um es nett zu sagen, auch heute noch über das eine oder andere. Aber das ist ja das Gute, dass meine Frau auch eine starke Frau ist. Sie haben gerade die Balladen angesprochen, allen voran den Teddybär. Der ist ja bis heute sehr erfolgreich und wird von Generationen mitgesungen. Was denken Sie, macht den Titel heute noch so beliebt? Ja, wenn ich das wüsste, wahrscheinlich sind es mehrere Dinge. Einmal ist es, dass
das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Hilfegefühl, das für den anderen Dasein, nämlich ohne Lohn, das, was wir heute auch erleben bei diesen ganzen Katastrophen, die wir in Deutschland haben, dass Menschen hingehen und einfach helfen um der Hilfe willen und nicht die Hand aufhalten. Und so ist es auch bei Teddybär. Dann ist es ein Kind, dann ist es die Mama. Also alles das zusammen ist natürlich glücklich zusammengefallen. Und ich habe natürlich später versucht, logischerweise wie jeder Künstler, so etwas noch einmal ähnlich zu machen. Ich habe noch einen zweiten Teil geschrieben. Ich habe den Jungen nicht gehen lassen. Am Behinderten kann man nicht von einer Minute auf die andere gehen lassen, sondern ich habe ihn halt einen Schritt machen lassen. Und das war auch eine schöne Geschichte. Und ich habe noch einen dritten Teil gemacht, wo ich mich bei allen und bei meinem Teddybär, bei meinem eigenen und bei den ganzen vielen Teddybären, der für die Kinder da ist, bedankt habe, was er für mich bedeutet hat. Wie er mein Leben verändert hat, wie er mein Leben verschönert hat und wie auch der Teddybär in Zukunft, nicht nur meine Geschichte, sondern diese kleine Figur, dieser kleine Teddybär, den Menschen Freude und den Kindern Freude bringen wird. Tja, Songs, die auch in schwierigen Zeiten helfen, und die hatten wir ja nun wirklich reichlich. Auch Corona, welches uns ja nun immer noch im Griff hat. Wie haben Sie das bisher erlebt? Also ich habe sie für mich genutzt, dass ich mein Archiv einmal durchgegangen bin. Da kommen wir gleich noch dazu. Und in meinem Archiv gestöbert habe, das eine oder andere geortet habe, das eine oder andere auch gelöscht habe. Ich habe die Corona-Zeit relativ, sagen wir mal, toi, 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 gut überstanden. Ich bin frühzeitig geimpft worden. Meine Frau, beide Male sind, also wir sind zweimal geimpft. Und wir haben uns aber auch daran gehalten, an das, wie man sich halten sollte. Also wir haben Masken getragen und ich habe eben nicht herumgemosert. Natürlich ist es unangenehm, jetzt, wenn du den ganzen Tag oder wenn du in einem Beruf stehst, wo du den ganzen Tag diese Maske drauf haben musst. Und auch diese Bilder haben mich natürlich sehr berührt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dann hingesetzt habe und auch da wieder Lieder geschrieben habe. Ich habe ein neues Album gemacht, das erscheint im Januar, wo ich auch solche Probleme auch ein bisschen angekratzt habe. Ich als kleiner Sänger kann die Welt nicht verändern, aber ich kann versuchen, einen kleinen Beitrag, was mich betrifft, zu leisten, um sie vielleicht ein bisschen besser und für viele Menschen glücklicher zu machen, indem ich ihnen Geschichten erzähle, die ja bei mir alle immer positiv am Ende sind. Ich habe positiv gedacht und ich bin einer, der immer alles von der guten und von der positiven Seite sieht. Und das hat mich eigentlich auch bis jetzt gut getragen und mich auch gesund bleiben lassen. Und Sie haben gerade das neue Album vor dem Song angesprochen. Viele Fans freuen sich darauf, vor allem auf Geschichten, die immer positiv enden und dadurch auch viel Kraft und Motivation geben. Und einen kleinen Vorgeschmack, den gibt es ja in Form einer Single-Auskopplung. Erzählen Sie uns doch ein wenig darüber. Also es ist so, im Zuge meiner Recherche, meines Studios und meines Archivs, bin ich auf ein Lied gestoßen, das ich schon einmal aufgenommen habe, nämlich auf einer CD vorher. Komm, lass uns einfach fortfahren. Den habe ich damals so ein bisschen im Country-Sound gemacht und habe mir gedacht, jetzt nach dieser schweren Zeit, gerade jetzt im Sommer, ist es doch so, dass wir alle wieder einmal loslassen möchten und rausfahren möchten und uns unbeschwert bewegen möchten. Dass es nicht überall geht, wissen wir mittlerweile. Und da bin ich noch einmal ins Studio gegangen mit jungen Musikern, mit guten Musikern, unter anderem der Gitarrist von Truckstop, unter anderem, und habe den Titel neu live eingespielt, also ohne Computer, ohne irgendwas, so wie bei meinen ganzen Liedern. Ich versuche immer alles live zu machen, so wie das in der Country-Musik üblich ist. Da spielt eben der Schlagzeuger, der Gitarrist, der Bassist oder der Pianist, und habe den Titel noch einmal aufgenommen in einem bisschen anderen Rhythmus, einfach ein bisschen in einem fröhlicheren, leichteren. Ich will das Wort Reggae nicht in den Mund nehmen, weil es kein Reggae ist, aber ich habe mich so ein bisschen von der Reggae-Musik mit beeinflussen lassen, so nenne ich das einmal. Und das ist, glaube ich, ein hübscher Titel geworden, den man jetzt so für die Sommerzeit wunderbar hören kann, wenn man ein Auto fährt, komm, lass uns einfach fortfahren. Ein wirklich schöner sommerlicher Titel, der Lust darauf macht, einfach mal wegzufahren. Als man es noch konnte, hat man es kaum gemacht und jetzt, wo man es nicht mehr durfte, vermisst man es. Also ich war ja jetzt vor einer Woche gerade am Gardasee. Also ich bin natürlich auch losgefahren mit meiner Frau und habe dort mit ihr meinen Geburtstag gefeiert, habe aber im Grunde genommen
nichts weiter getan als relaxed. Wir haben aber auch kein besonders gutes Wetter gehabt. Wir haben von einer Woche haben wir nur 3 schöne Tage gehabt, aber wir waren wieder einfach unterwegs, frei, locker, easy. Auch mit Auflagen natürlich in den Restaurants, aber damit kann man gut leben. Also darum kann ich nur sagen, ins Auto losfahren und nach den Regeln, dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, das denke ich auch. Das neue Album kommt im Januar. Was ist geplant? Vielleicht eine Tour? Ich habe jetzt schon eine Weihnachtstour, die im ganzen Januar ist. Die ist schwerpunktmäßig in Norddeutschland und in Ostdeutschland. Da bin ich den ganzen Dezember auf Tour. Ich werde nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Ich werde wieder einzelne Veranstaltungen machen. Aber ich werde mich natürlich auch dem Alter entsprechend nicht mehr kaputt machen. Also das will ich nicht. Ich will noch ein bisschen auf die Bühne. Ich brauche mein Publikum. Ich liebe mein Publikum. Ich wäre nichts ohne mein Publikum oder ich wäre nicht das ohne mein Publikum. So ist es richtig. Und ich freue mich darauf. Ich bin ein Bühnenmensch immer gewesen. Mehr ein Bühnenmensch als ein Studiomensch. Was wünschen Sie sich selbst für die Zukunft? In erster Linie Gesundheit und viele schöne Jahre noch mit meiner Frau. Wir haben Sie heute als bescheidenen Menschen kennengelernt, der mit sehr vielen Gedanken an seine Arbeit geht und auch vielen Menschen Kraft gegeben hat. Wie sehr hilft Ihnen das auch gerade durch diese schwere Zeit, wenn man eben weiß, man kann auf so einen Schatz zurückgreifen, wie das eigene Leben, welches man schon leben durfte und Freude bringen kann, aber auch welche zurückbekommt? Das kann ich Ihnen sagen, das macht mich auf der einen Seite stolz, nicht eingebildet, das macht mich glücklich, das macht mir, mein Sympathikusnerv wird davon berührt und ich nehme dies auch gleich zur Gelegenheit. Ich habe, man glaubt es kaum, ich habe 26.000 Geburtstagswünsche bei Facebook und bei Twitter bekommen, 26.000, ich habe das gar nicht geglaubt, aber es ist so, Glückwünsche zu meinem Geburtstag, möchte mich auf diesem Weg bei allen, die das jetzt hören, ganz herzlich bedanken und wünsche auch allen allzeit und für die Zukunft allzeit gute Fahrt. Wunderbar. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Viel Erfolg mit der Single in der Super 20 bei uns und dem neuen Album. Und wir wollen Ihnen natürlich zum Schluss auch nochmal die Möglichkeit geben, um Hörervotes zu bitten. Da bitte ich darum ganz herzlich und auf alle Fälle, lasst uns einfach fortfahren. Danke für das wunderbare Interview. Das hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, da freue ich mich auch und bedanke mich auch.